Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve. Und ja, ein Hornhuhn, so hieß er zumindest, meine ich, hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich jetzt den Winter ein wenig mehr überstehen werde, beziehungsweise ein wenig mehr an Food aufbewahren kann. Und darum geht es nämlich um den Kühlschrank. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt noch zusätzlich. Und der eine Hornhuhn war mir noch ein bisschen freundlich, um das so ein bisschen zu erklären, wie man da drankommt, was ich dafür brauche, etc. Fleisch kann ich, also ich brauche dafür Fleisch, meine Barthaare und halt Schrott, so. Die Barthaare habe ich hier schon, könnte jetzt eh theoretisch gesehen mein Bart nochmal scheren. Ich könnte eh aber noch was warten, vielleicht wärmt er mich ja, glaube ich zumindest, kann ja sein. Und der Bäume scheint anscheinend weiter zu wachsen, während ich eben im Winter bin. Interessant. Und der fällt da rein. Dankeschön. Und auf jeden Fall kann ich halt Schrott bekommen, indem ich zum Beispiel anscheinend Gräber aushebe. Das werde ich natürlich jetzt auch machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird jetzt quasi eine Woche vorher, eineinhalb Wochen vorher aufgenommen. Weil ich alles im Vorhinein hochladen muss, weil ich eben in den Urlaub fahre. Beziehungsweise ich werde dazu gezwungen, in den Urlaub zu fahren von der Klasse aus. Habe ich eigentlich voll keinen Bock drauf, aber naja, ich kann hier jetzt nicht springen. Ja, okay, hab keinen Bock auf euch, verpisst euch, ihr seid scheiße. Deswegen. So, sobald mir... Oh, ich habe nicht genug zu essen. Das mache ich doch lieber mal zuerst, sonst krepiere ich hier irgendwie noch. Verrottetes Fleisch, kann ich das eigentlich? Ja, kann ich, cool. Alles klar. Gut, dann mache ich mir nämlich... Ah, ich wollte das noch nachgucken mit dem Crockpot. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Egal. So, so, so. So, na komm. So, guck. Guck. Guck, ich guck Meat. So. So, ich wusste jetzt nicht, ob das was mehr bringt, aber ich mach's jetzt einfach mal. So, guck. Hey, war der da nicht drin? Ich weiß es nicht. So, und ich kann auf jeden Fall den Baum hier fällen. Das ist gut, dass die Bäume wachsen. Das hat mir gar nichts gebracht, du Idiot. Nein, das sollst du auch nicht... Ist der dumm? Der soll die nicht fällen. Nein. Nein! Oh, so ein dummes Scheißvieh, ey. Echt, ey. Naja, so kann ich wenigstens arbeiten. Ordentlich. Ah, da ist ein Vogel. So, hat er aufgehört? Ja, er hat aufgehört. Idiot. Okay, ich merke mir... Ey, wenn er das jetzt anfängt zu essen, ne? Nein, ist meins. Was kann ich jetzt anfangen? Hä? Meatballs. Ja, war jetzt nicht so, dass ich sage, war jetzt das super geile Zeugs. Aber immerhin. Oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, ich habe mich auch erkundigt noch weiter. Boah, ich habe mich so viel erkundigt, ne? Dass wohl der Bildschirm zwei Phasen hat. Einmal dieses erste Einfrieren und das zweite Einfrieren. Beim ersten Einfrieren ist es noch nicht so schlimm, beim zweiten bekomme ich Schaden. It's getting late, it will be dark soon. So, genau, du darfst dich verpissen, weil du störst nur. So. Ja, ich glaube, so ist besser. So, eine Chest hätte ich gerne noch weiterhin voll an Vögeln, weil ich sonst Bedenken habe, was das Essen angeht. Ich kann jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Bärenbüsche habe. Waren die alle leer? Ja, sie waren leer, aber da unten war noch ein Busch mit Bärchen. So. Maybe they will grow back. Maybe. But it doesn't mean that they have to do this. So, da oben ist noch... Oh. Die haben wieder saubere Arbeit geleistet. Haben eh volles Leben, was auch awesome ist. So. Trotzdem pissen die sich natürlich an. Ich probiere mal die Beeren. Wir können ja ein bisschen rumexperimentieren. Ich meine, es ist Winter, ne? Brauchen das Essen ja nicht. Hey, das ist echt praktisch. Hier, aber sehr viel liegt hier von dem Zeugs rum. Oh ja, das ist jetzt die erste Phase.
Und wir hoffen, es geht nicht in die zweite Phase über. Und sehr gut, wir haben es rechtzeitig geschafft. So, ich gucke das jetzt einfach mal. So. Und jetzt rechnen wir. Jetzt tue ich erstmal das Kochen. So. 72. 85. Das heißt, wir haben 13 Essen bekommen. Das heißt, 13 mal 4 macht 52. Das heißt, 132 müssten wir jetzt gleich haben. Okay, Einzelessen ist irgendwie viel nutzvoller. Oder ich mache einfach das Falsche immer. Ich weiß es nicht. Da ist eigentlich ein Chester drin. Nichts. Okay. Dann ist da eben nichts drin in Chester. So, den tun wir mal da rein. Hier war leer, genau. Voll, natürlich. Sonst hätten wir den da reingetan. Ach ja, sind das schön. Zusammen mit meinem Chester. Und wir kriegen immer noch Vögel. Das ist echt unglaublich, dass wir es wirklich eventuell durch den Winter mit eben dieser Technik schaffen werden. Und die Technik habe ich mir selber überlebt, ne? Also, ich bin hier nicht der Dümmste, die das gibt. Die Folge wird übrigens nur eine Episode lang. Die Aufnahmesession nur eine Episode, so rum. Oh, der schläft sogar. Wie süß. Der ist viel besser als dieser komische Schweinetyp da. So, ich könnte mir mal eine neue Suite machen. Bevor ich. Was kann ich noch bauen? Noch ein Lightning Rod, stimmt. Wollte ich mir ja noch irgendwo hin machen. Ah, muss ich halt gucken, irgendwann mal. So, aber Seile muss ich mir machen. Refine und dann da. Rope. So. Wohl so und dann so. Kann ich schnell wechseln, falls sie kaputt gehen sollte. Und habe ich noch genug Asche? Ah, eine Asche. Wie viel brauche ich mich denn, um mich zu heilen? Ich brauche einen Stein und zwei Asche. Ah. Steine haben wir. Ah, 4 Stück. Ja, dafür haben wir immerhin Stonewall. Immerhin, ne? Wenigstens etwas. Boah, ich habe noch immer Angst vor dem Boss, ne? Dass der kommt. Das wäre so krank. Ah, aber was will man machen, ne? Wenn es passiert, dann passiert es halt. So. Na, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? So, was will ich mit der Angel? Ich meine, die hat. Das habe ich mir, glaube ich, habe ich das hier bei dem LP gemacht, wo mir dann die Angel auf einmal so runtergezogen wurde. Oh. Hätte ich jetzt beinahe nicht mitbekommen. Kann es mir bitte Tag werden? Das wäre sehr nett. Muss jetzt jede Sekunde bereit sein, die Torch wieder aufzunehmen. Und komm. Komm. Alter, wir haben nicht mal einen Monat um. Das ist so krass, ne? Wenn man sich das überlegt. Oh. 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 Ja. Überlebt. So. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Was ich mich frage, ist es nicht eigentlich besser, wenn man rumläuft, weil das einem irgendwie aufwärmt? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall wird jetzt unser Verstand ziemlich down gehen, weil wir das hier aufbauen, aufschütten werden und so. Aus den. Hä? Schade, es ist zu klein, dass ich da mit flüchten könnte. Was will ich mit so einem Tiny Rocket Chip? Ach, keine Ahnung. Okay, solange unser Verstand nicht komplett down geht, mein Ziel ist es, hier hoch zu gehen. Ich werde einen Zwischenstopp hierhin machen und werde mich übrigens mal in so eine Höhle begeben, um zu gucken, ob es eigentlich auch frostet. Weil da könnte man eventuell auch den Winter überleben. Stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Wo war noch ein Grab? Hier oben, genau, auf dem Weg. Und dann gucken wir mal bei unserer Pflanze vorbei. Die müsste ja auch mittlerweile auch mal ein bisschen gewachsen sein. Bei dieser Evil Flower, die ich mal im Lager stehen hatte. Ah, hier ist ein bisschen gratis Holz. So. So, das ist die erste Phase. Ich halte mich bereit. Und. Jo. Das ist jetzt die zweite Phase. So. Tue ich mich aufwärmen. Grab das mal aus.
Was war das? Ein Stöpsel? Was finde ich hier? Okay. Wie sieht's mit der Pflanze aus? Die können wir auch mal hier. Da. Wow, sehr unglaublich. So. Das heißt, wir machen jetzt einen Sprint nach hier oben. So. Auf geht's. Und, Ach so, hier ist das Gebiet. Das ist schlecht. Weil ich den Weg nicht sehe. Doch, da. So ein bisschen. Ey, die kann ich umbringen. Wie wär's damit? Ich meine, oder? Der droppt eine gute Waffe. Oh. Komm. Zusammen schaffen wir das. Komm. Yes. Ach, verdammt. Ah. Und stirb. Bleib stehen. Danke. Ah ja, ich gehe ja schon wieder. Oh, wir haben schon fast volles Inventar wieder. So. Die Pilze sollte man nicht essen, glaube ich. Pilze sind nie gut, wenn man nicht weiß, was sie machen. Ach komm. Guck. Sinnloses Gucken. Ja. Das hat mir ehrlich gesagt jetzt nichts gebracht. Egal. So. Hau, liebe kleinen Schneehäschen. Schneehäschen. So. Plant. So. Ein bisschen Gras abpicken. Tun jetzt auch ein paar Beeren mitnehmen für unterwegs. So, überleben damit auch die Tage. Brauche ich denn nichts? Ach komm, du für die Rüstung. So. Wichtiger ist erstmal unser Verstand. Und dass uns warm bleibt. Und dass wir was zu essen haben, das ist wichtig. So. Wir können auch ein paar Stöcke mitnehmen, weil, wer weiß, ne? Ah, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt mehr Frost kriege. Aber naja. So. Ah. Wäre nicht irgendwo ein Häuschen? Nö. Lol. Okay. So. Gucken. Und eat. So. Kann auf jeden Fall immer so ein bisschen weggehen und dann wieder herkommen. So. Oh, die ist schon ziemlich hoch. Ja, wird immer höher. So, jetzt können wir eh wieder unser neues Dings machen. So einen neuen Kopf. Kopf vor allen Dingen, so einen Hut halt, ne? So. Dann lassen wir die anderen Flowers erstmal rumliegen. Können die ja später noch einsammeln. Wenn wir sie denn brauchen. So. So, gehen wir weiter, würde ich vorschlagen. Vielleicht schaffen wir es auch in der Nacht, die Gräber auszugraben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre sogar ziemlich gut geplant, muss ich sagen. Weil, dann könnten wir über die Nacht die Gräber ausgraben. Und wenn ein Geist kommt, laufen wir die ganze Zeit halt um unser Feuer herum und so, ne? Nacht dauert hier eh nicht ziemlich lang. So, ja, hier. Ah, da kommen hier auch schon diese Fledermäuse oder was das sind. Geht ihr bitte weg? Ich habe jetzt einen Job zu erledigen. Geht ihr bitte weg? Scheiße. Danke. Oh, fuck. Puh. So. Erstmal genug Feuer. Ah, Blue Gem, immerhin. Es gibt Schlimmeres. Was ist das?
weiß ja nicht, was das alles ist, ne? Deswegen nehme ich es mal mit. Wer weiß. Warte, was kann ich eine Chest bauen? So, ich habe ja genug Holz. Dann tue ich erstmal das einfach wegwerfen. Kann ja eigentlich auch den Baum dann einfach direkt mitfällen. So. Verstand ist noch gut. Das ist wirklich eine Sache, da muss man auch Vorschiss haben und darauf achten vor allen Dingen. Drauf achten. So, Chests. Ich tue einfach mal alle Sachen, die ich so finde und erstmal nicht brauche, hier rein. Das wäre das, das wäre das, das wäre das. Brauche ich alles erstmal, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. So, das tue ich mal dahin. So, dann das hier. Ich wüsste nicht, was ich im Fall eines Geistes, ob ich die einfach so bekämpfen kann. Muss ich dann halt einfach rausprobieren. So. Und ich wollte noch ein Dings machen, so einen Stand, wo ich, wenn ich sterbe, dass ich wieder belebt werde. Das war, nee, Kühlschrank war Miet und Gold. Und dieses Teil, dass ich, wenn ich sterbe, dass ich, was ist das denn? Okay. Dass wenn ich sterbe, dass ich wiederbelebt werde, dafür brauche ich die Wartare. Und ihr hört den Hund bellen, das ist mir scheißegal. Das würde ich nicht im Nachhinein rausschneiden, weil ich mich möchte, dass er mir quasi meinen Satz unterbricht. Dass ich die wiederholen muss. So. Hallo Pinguine. Mann. Ich will Schrott finden. Aber ich finde nur Schrott. Ihr wisst, was ich meine. So. Stack. Hä? Stack? Achso, Move. So, so. So, mein Hund scheint wieder irgendeine Störung zu haben. Ich entschuldige mich dafür. Hab immer noch keine Tür. Oh, das ist so scheiße, ne? So. Aber wir müssen jetzt auch gleich Schluss machen. Ich will immer noch... Ah, hier sind noch Gräber. So. Der Hund ist gerade ziemlich nervig. Oh, das bringt das Amulett. Gucke ich alles nach. Wenn ich ja die Aufnahme im Nachhinein alles nochmal nachgucke, kann ich ja dann nachgucken. So, mein Hund scheint momentan einen Austicker zu haben. Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal genug aufgenommen, glaube ich, für ein paar Wochen. Für ein, zwei Wochen. Und ich würde vorschlagen... Ey, das ist gerade richtig krass extrem runtergegangen. Ich gehe mal lieber zurück wieder in mein Lager. Wegen dem Essen. Naja, aber das macht... Oh, fuck. Das machen wir aber alles in der nächsten Episode, würde ich vorschlagen. Mit dem Zurückgehen und etc. Ich gehe jetzt hier oben. Da müsste ja noch mein Lager. Hier oben. Da müsste ja noch mein Lager sein. Und da kann ich halt jetzt erstmal... Oh, oh, was verbrenne ich? Holz. So. Alles klar, dann kümmere ich mich in der nächsten Episode darum, zurückzukommen. Werde eventuell mal gucken, was ich so alles noch verbessern kann. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage tschö, bis dann und man sieht sich.